Hi, ich bin der Christian und ich zeige euch heute, wie easy der Einbau von den KardianE-Rückleuchten beim VW Touareg funktioniert. Diese Rückleuchten passen sowohl beim alten als auch beim Facelift-Modell. Die verschiedenen Farben findet ihr auf unserer Homepage unter www.decktane.de. Die Rückleuchten sind in Voll-LED ausgestattet, das bedeutet, alle Funktionen Standlicht, Bremslicht, Blinker, Nebelschlusslicht und Rückfahrlicht sind LEDs. Los geht's! Um an die beiden 25er Torx-Schrauben zu kommen, müssen wir zuerst die kleinen Abdeckungen entfernen, das am besten mit einem flachen Schraubendreher. Nachdem ihr die beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr das Rücklicht langsam und vorsichtig aus der Verankerung in der Seitenwand rausziehen. Jetzt noch den Stecker lösen. Und schon kann das neue Teil eingesetzt werden. Jetzt den Stecker wieder anstecken, die Rastnase in die Führung einführen . Jetzt noch die beiden Schrauben rein, die beiden Schrauben festziehen. Jetzt die beiden Kappen wieder drauf. Und jetzt kommen wir zum Innenteil. Nun können wir die drei Schrauben des Innenteils lösen. Und zwar sind die hier, hier und hier. Jetzt nur noch den Stecker ab. Und schon können wir das Innenteil rausnehmen. Bevor ihr das neue Innenteil einsetzen könnt, müsst ihr erst den dazugehörigen Widerstand in der Heckklappe verstauen. Bitte achtet dabei darauf, dass ihr keine Kabel beschädigt. Jetzt setzen wir das neue Innenteil ein. Wir müssen dabei darauf achten, dass die Halteschrauben der Rückleuchte gleichzeitig auch die Halteschrauben für den Widerstand sind. So, jetzt können wir den Widerstand und die Halteschrauben der Rückleuchte schon wieder befestigen. Jetzt noch die Stecker vom Widerstand mit der Rückleuchte verbinden. Und natürlich auch die Rückleuchte mit dem Fahrzeugstecker verbinden. Die Stecker ordentlich verstauen. Und die Klappe wieder drauf. Schauen wir uns das mal an.